Kavi-Konsolenkriege. Der erste Krieg dieser Art, den ich aktiv miterlebt habe, war der erste Bitkrieg. Der Engel Videogame Nerd hat die so genannt, soweit ich weiß. Kriegsmaschinerie war damals das Super Nintendo gegen das Sega Mega Drive. Zwar waren beide Plattformen 16-Bit, aber das Mega Drive hatte ja anfangs gegen das NES antreten dürfen. Nintendo zog nach. Dann kam die PlayStation. 32-Bit. Wow. Ja, es gab noch andere Hersteller wie Atari, aber die machten doch sowieso keinen Stich. Außerdem war der Atari Jaguar kein 64-Bit-System. So hat er sich also selbst aus diesem Krieg disqualifiziert. Aber ich will nicht zu viel voraussetzen. Also, was bedeutet es denn, wenn eine Konsole 16 oder 32-Bit hat? Es bedeutet, dass die Logik in der Konsole diese Anzahl an Bit in einem Systemtakt verarbeiten kann. Man sieht also, dass das kein Garant für gute Grafik, guten Sound oder gute Spiele ist. Denn die Frequenz des Prozessors spielt da noch überhaupt nicht mit rein. Die Bitkriege gingen dann weiter mit dem Nintendo 64. Dann hörte man nicht mehr so viel über Bit. Wie von Sony mit der PlayStation schon angeteasert, begannen danach die Formatkriege, wie ich sie mal nennen will, die dann in die großen Konsolenkriege übergingen, die ja bis heute andauern. Jeder Hersteller hat seine Anhänger, Nintendo wahrscheinlich aufgrund ihrer Beständigkeit mit die langjährigsten und treuesten. So treu, dass aus der Bewegung der Fans der Nintendo Cast oder aktuell Nintendo TV entstanden ist. Die letztere sehe ich dann übrigens als geistigen Nachfolger dazu. Hat diese Stephanie aus Nintendo aus den aktuellen Spielern wieder folgen übrigens was mit der Stephanie aus dem Nintendo Cast zu tun? Naja, zurück zum Thema. Sony sieht sich immer noch in ihrer Formatwahl bestätigt und Microsoft hat diese Generation sehr stark aufgeholt. Sind wir aber mal gespannt, auf welchen Schlachtfeldern die kommenden Kriege ausgetragen werden, oder?